Das Klima der Erde verändert sich. Noch stehen wir am Anfang der globalen Erwärmung. Aber was steht uns noch bevor? Eine Katastrophe? Oder wird alles doch nur halb so schlimm? Und wovon hängt das ab? Einige Forscher glauben, dass in einer wärmeren Umgebung mehr Wasser verdunstet und damit mehr Wolken entstehen. Und die sollten dafür sorgen, dass die Erde gekühlt wird. Das hieße geringerer Klimawandel. Doch ist das tatsächlich so? Das ist eine der Fragen, die sich der Klimaforscher Björn Stevens vom Hamburger Max-Planck-Institut für Meteorologie stellt. Ich möchte verstehen, wie Wolken auf den Klimawandel reagieren und wie sie ihn beeinflussen. Um den Klimawandel zu verstehen, müssen wir die Wolken verstehen. Wolken können das globale Klima stark beeinflussen. Tiefliegende Wolken kühlen die Erde, während Wolken in großer Höhe den Treibhauseffekt verstärken. In einem wärmer werdenden Klima wird mehr Wasser verdunsten, was die Wolkenbildung begünstigt. Höhere Lufttemperaturen können aber auch dazu führen, dass sich Wolken schneller wieder auflösen. Noch ist unklar, welcher dieser Effekte überwiegt. Fest steht aber, sollten durch den Klimawandel nur wenige Prozent mehr tiefliegende Wolken entstehen, hätte dies einen deutlich kühlenden Effekt. Gäbe es dagegen weniger solcher Wolken, würde sich der menschgemachte Klimawandel sogar noch beschleunigen. Aber welches dieser Szenarien wird eintreten? Diese Frage gehört zu den wichtigsten in der aktuellen Klimaforschung. Experimente lassen sich mit dem Klima nicht machen. Die Hamburger Forscher gehen deshalb einen anderen Weg. Sie simulieren das Klima mit Hilfe von Computermodellen. So wollen sie der Rolle der Wolken beim Klimawandel auf den Grund gehen. Doch Wolken sind komplex und äußerst schwer zu fassen. Björn Stevens kann sich drei verschiedene Szenarien im Klimageschehen vorstellen. Die erste Möglichkeit ist, dass die globale Erwärmung durch das CO2 die Wolken überhaupt nicht beeinflusst. Dann hätten die Wolken auch keinen Effekt auf die weitere Erwärmung. Eine andere Möglichkeit ist, dass der Klimawandel mehr tiefliegende Wolken produziert. Das würde die Erde ein wenig kühlen und den Klimawandel verlangsamen. Allerdings könnte es auch sein, dass wir mit der globalen Erwärmung weniger kühlende Wolken bekommen. Und das wäre unangenehm, denn damit würde sich der Klimawandel sogar beschleunigen. Welches dieser drei Szenarien wird eintreten? Hauptverantwortlich für den aktuellen Klimawandel ist das Kohlendioxid aus der Verbrennung fossiler Energieträger. Die Rolle des Kohlendioxids verstehen die Klimatologen inzwischen sehr gut, weil sich CO2 gleichmäßig in der Atmosphäre verteilt. Ganz anders die Wolken. Sie entstehen, bewegen sich und verschwinden wieder. Wolken sind daher extrem schwer zu modellieren. Hinzu kommt, dass es eine riesige Zahl unterschiedlicher Wolkenarten gibt. Cirrus, Cumulus, Stratus, Nimbus, Altocumulus, Cirrostratus und viele mehr. Jede Art spielt ihre eigene Rolle im Klimageschehen und müsste also eigens untersucht werden. Was tun? Die Forscher haben eine Entscheidung getroffen. Sie konzentrieren sich auf die kühlenden, flachen, marinen Cumuluswolken. Warum gerade die? Zunächst einmal ist keine andere Wolkengattung auf der Erde so verbreitet wie die flache Cumulus, denn sie entsteht über den großen Ozeanen. Entsprechend groß sollte ihr Einfluss auf das Klima sein. Außerdem ist klar, wird das Klima wärmer, verdunstet mehr Wasser aus den Ozeanen und das bedeutet höhere Luftfeuchtigkeit. Den Wolken steht nun mehr Wasser zur Verfügung. Sie bilden größere Tröpfchen und sind dadurch in der Lage, das Licht der Sonne noch effektiver in das All zurückzustrahlen. Auf diese Weise gelangt weniger Sonnenstrahlung zur Erdoberfläche. Der Klimawandel sollte also gebremst werden.
Dieser Effekt ist seit mehr als 20 Jahren bekannt. Aber es ist nur ein Effekt. Einen noch wichtigeren Effekt haben wir kürzlich mit unseren Simulationen aufgedeckt. Aber um diesen genau zu verstehen, mussten wir weit weg. Denn flache Cumuluswolken gibt es in Hamburg einfach zu wenige. Also heißt es, Koffer packen. Die Karibikinsel Barbados. Björn Stevens hat hier vor mehreren Jahren eine Beobachtungsstation eingerichtet. Denn Cumuluswolken gibt es hier, soweit das Auge reicht. Mit modernster Technik untersuchen die Forscher, welchen Einflüssen die Wolken hier unterliegen. Sie messen Meeres- und Lufttemperaturen, die relative Luftfeuchtigkeit, Windprofile und eine physikalische Größe, auf die Björn Stevens ein besonderes Augenmerk richtet, die Verdunstung aus dem Ozean. Denn durch sie entstehen die marinen flachen Cumuluswolken, die sich vor allem über den tropischen und subtropischen Regionen der Ozeane ausbreiten. Verdunstung, Entstehung und Struktur der Wolken, all das kann hier besonders gut beobachtet werden. Bei aller Hochtechnologie, auf ein traditionelles Hilfsmittel können Klimaforscher dennoch nicht verzichten. Den guten alten Wetterballon. Schließlich möchten die Forscher um Stevens die Bedingungen in etwa 2 bis 3 Kilometer Höhe erforschen. Dort, wo die Wolken entstehen. So können die Wissenschaftler die Struktur der Wolken und die Art und Intensität der Niederschläge gut analysieren. Zurück in Hamburg. Stevens und seine Mitarbeiter vergleichen nun ihre Messdaten aus der Karibik mit ihren Modellen. Wie es aussieht, haben sich einige unserer Vorstellungen in Barbados tatsächlich bestätigt. Wir haben unter anderem untersucht, welche Effekte für den Bewölkungsgrad entscheidend sind. Sind es die Effekte in den unteren Schichten oder sind es doch eher welche an der oberen Grenze der Wolken? Und was wir sehen ist, die entscheidende Rolle spielt tatsächlich die obere Seite der Wolken. Wenn sich das Klima erwärmt, verdunstet zwar mehr Wasser. In den Wolken entstehen dadurch größere Wassertröpfchen. Größere Tröpfchen verdunsten aber nicht so leicht. Nun kann sich die Wolke viel weiter in die Höhe türmen. Mit der Wolke steigt auch die feuchte Luft in die Höhe und verteilt sich über einen größeren Raum. Paradoxerweise wird letztlich die untere Atmosphärenschicht sogar trockener. Und in dieser trockenen Luft bilden sich natürlich weniger Wolken. Weil die Wolkentröpfchen in trockener Luft verdunsten, wird die obere Luftschicht nun feuchter, kühler und damit schwerer. Die Luft sinkt jetzt wieder nach unten und reißt einen Teil der trocken-warmen Höhenluft mit sich. So wird die untere Atmosphärenschicht, die marine Grenzschicht, noch mal etwas trockener. Das Ergebnis? Noch weniger Wolken. Wir haben es also mit 2 Effekten zu tun. Einerseits haben die Wolken mehr Wasser zur Verfügung, sie werden also dichter und reflektieren mehr Sonnenstrahlung und kühlen dadurch die Erdoberfläche. Andererseits transportieren die Wolken sehr viel Wasser in die hohen, trockenen Regionen der Atmosphäre, wo es verdunstet. Das verstärkt die Durchmischung und verschiebt die Feuchtigkeit. Dies macht die untere Atmosphäre insgesamt trockener. Das bedeutet weniger Wolken. Wir glauben, dass dieser trocknende Effekt dominiert, dass wir also durch die globale Erwärmung weniger Wolken bekommen werden. Doch das ist nur ein Puzzleteil im komplexen Zusammenspiel zwischen Wolken und Klima. Die Hamburger Wissenschaftler ergründen noch weitere Phänomene um die Wolken. Dabei treibt sie die Verantwortung für unseren Planeten. Ich denke, es wäre ein großer Fehler zu glauben, dass irgendwelche Wolken uns vor den Konsequenzen des steigenden Kohlendioxids mit den Folgen der globalen Erwärmung schützen. Rein wissenschaftlich und nüchtern betrachtet, kommt man zu keinem anderen Schluss, als dass wir ein großes Experiment betreiben, das mit enormen Risiken behaftet ist, dadurch, wie wir leben und unsere Gesellschaft gestalten. Wolken werden uns also offenbar nicht vor dem Klimawandel schützen. Das müssen schon wir selbst in die Hand nehmen.